Wir befinden uns hier in einem Stallabteil. Wir sehen hier die gelochte Decke mit den an den T-Profilen befestigten Leuchtstofflampen. Im hinteren Bereich sehen wir an den Außenflächen jeweils die ungelochten Platten. Hier die neue Lochplatte schon mal im Rasterformat, die miteinander verzahnt sind, um beim Waschen mit dem Hochdruckreiniger möglichst keine Platten aus der Verankerung zu schießen. Nee. Schau mal, der wird sich melden. Ich habe den Platz. Wir befinden uns jetzt hier innerhalb eines Stallabteils. Die Flüssigfütterung ist noch nicht ganz fertig. Hier haben wir die Lochplatte mal rausgenommen, damit man die Außeneinspeiseklappe sieht, die die Zwischendecke im Sommer über die Traufe direkt von außen einspeist. Die Zwischendecke wird versorgt über die Mittelachse, vorgewärmte Luft-Wärmetauscher und oder von außen, je nach Wärmebedarf, der für die Tiere erforderlich ist. Am Ende des Abteils wird unter Spalten abgesaugt. Hier sehen wir an einer Stelle, wo die Lochplatte entfernt ist, die Außeneinspeiseklappe, jetzt geschlossen, die über die Traufe bei Bedarf die Luft von außen in die Zwischendecke einspeist. Die Zwischendecke ist im äußeren Bereich ungelocht und in der Mitte entsprechend perforiert. Die Absaugung erfolgt am Ende des Stalls über eine Unterspaltenabsaugung an beiden Gangenden. Einmal auf der linken Seite und einmal auf der rechten Seite. Hier nochmal deutlich sichtbar. Im Randbereich geschlossene Lochplatten, zur Mitte Perforation der Lochplatten und darum Gang unten geschlossen. Wir befinden uns jetzt im zentralen Zuluftkanal. Hier auf dieser Stelle sichtbar die Zulufteinweiser, die die Zuluft in die Zwischendecke reinleiten. Dann vor uns die Treppe zum zentralen Abluftkanal. Hier wiederum zur anderen Seite Zulufteinweiser zur Einspeisung der Zwischendecke. Die Kabelrinne ist offen verlegt, um keine Probleme mit Ungeziefer zu bekommen. In diesem Kanalbereich ist jedoch immer Zugluft, darum ist hier kein Ungeziefer zu erwarten. Revisionsklappen zum Dachraum, zu den Zuluftventilatoren und die Einspeisung aus dem Dachraum und die Einspeisung von dem jeweiligen Wärmetauscher. Hier sehen wir die beiden Ventile für die Vorwäsche und die Hauptwäsche. Wiederum Revisionsschieber, um in den Dachraum zu gelangen. Knoten für die LC4-Steuerung. Und im weiteren Verlauf dann die Brandschutzwand, die zum zweiten Bauabschnitt gehört, die im Zuluftbereich völlig getrennt ist und über eine Brandschutztür verriegelt ist. Jetzt befinden wir uns hier im Abluftkanal mit Parkettfußboden, Verbindungswelle zwischen den einzelnen Abluftklappen. Die einzelnen Abluftklappen, in diesem Falle die Hightech-Lösung mit PVC-Rahmen, Massivrahmen, Montageflansch. Und natürlich ISO-Gehäuse für die Stellantriebe.
vor uns die Wanne des ersten Wärmetauschers, abgeklebt mit Staunase, damit das Wasser innerhalb der Wanne bleibt. Entsprechend Abläufe vorgesehen, um Waschwasser bzw. Schmutzreste wegspülen zu können. Der Lufteintritt in die rechte Tauscherkammer hier zu sehen und der Lufteintritt in die linke Tauscherkammer hier zu sehen. Gut zugänglich, etwa 1 Meter oberhalb der Bodenplatte der Wanne. Darüber die beiden freien Kammern, in diesem Falle hier jetzt halb geöffnet. Entsprechend sind die Tauscherkammern ebenfalls halb geöffnet. Sicherheitshalber ein Schild Eisfall, man weiß nie, was von oben kommt. Und hier die zusätzlichen Ventilatoren, die bei Bedarf entsprechend angefordert werden bzw. zugeschaltet werden. Im hinteren Bereich wieder der Übergang von der Wanne zum normalen PVC-Boden, Abluftklappen, Beleuchtung. Hier treffen wir wieder auf die Brandwand. In diesem Falle über Brandschutzklappen absperrbar. Später im Betrieb sind diese Brandschutzklappen geöffnet und werden im Brandfalle automatisch geschlossen. Auf diese Art und Weise wird der hintere Bereich und der vordere Bereich zu einem Abluftsystem mit 2 integrierten Wärmetauschern. Auch jetzt im Video zu erkennen, der Mast fußt.